Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Mein Name ist Oliver Ereny und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Heute geht es um Beziehungen. Und zwar, wir sind ja mitten in dieser Lockdown-Situation und mich haben viele Klienten gefragt, ob es nicht mal möglich wäre, auch um den Lockdown etwas gemütlicher zu verbringen, dass man sich auch einmal die partnerschaftliche Ebene wieder anschaut und was man tun kann, damit man so Verletzungen aus der Vergangenheit der Partnerschaft einfach wieder loslassen kann, beziehungsweise auch wieder zusammenfinden kann. Und jetzt ist ja so eine Beziehung nicht etwas, das auf dem Papier besteht, sondern Beziehung, es ist ja schon im Namen drinnen, das heißt, man bezieht sich aufeinander, man bezieht sich auf das Gegenüber. Und was ich ganz oft erlebe, wenn ich so Paarsitzungen habe und Beziehungstherapien auch mache, ist, dass die Leute eigentlich ein Bild vom Partner gespeichert haben und von diesem Bild dann nicht mehr abweichen. Das heißt, da ist irgendeine Enttäuschung in der Vergangenheit vorgefallen und die tragen dann dieses Bild noch weiter und sagen, ja, das ist halt dieselbe Person, ohne sich immer in der Gegenwart neu auf den Partner zu beziehen. Und das führt dann verständlicherweise zu vielen Missverständnissen und dann natürlich auch Verhärtungen in der Partnerschaft und dann auch oft einmal dazu, dass man gar nicht mehr so offen miteinander spricht, sich nicht mehr bezieht und auch nicht mehr den Partner dort abholt, wo er gerade steht. Ein gutes Beispiel ist auch, wenn Leute Kurse bei mir machen, die in langjährigen Beziehungen sind, und die teilen das oft dem Partner nicht mit. Die machen da ganz viel so innere Prozesse durch und arbeiten an sich und lösen Themen auf und sind da recht fleißig, aber lassen den Partner da gar nicht teilhaben, dass die da eine innere Reise machen, die dann oft der andere nicht nachvollziehen kann. Und so kommt es dann auch ganz oft dazu, dass es da irrsinnig viel Konflikte dann gibt, die dann aufpoppen. Und um das zu vermeiden, schauen wir uns heute einmal so dieses Beziehungsthema an. Wo habe ich selber so ein bisschen Verletzungen auf der partnerschaftlichen, auf der Herzensebene? Und wo kann ich vielleicht mich auch wieder ein bisschen, wo kann ich offener werden? Wo kann ich mich vielleicht auch wieder ein bisschen mehr beziehen, netter werden, gnädiger werden dem Partner gegenüber? Und das ist heute so das Thema. Und da wollen wir jetzt dann gleich loslegen. Für diese Meditation geht es einfach einmal darum, dass man sagt, egal ob du in einer Beziehung bist oder gerade Single bist, es geht jetzt einfach nur mal darum, dass du dir bewusst machst, du möchtest jetzt offener werden, du möchtest standfester werden, also auf der einen Seite stabiler, auf der anderen Seite aber auch offener. Und du bist einfach jetzt bereit, so wieder dich zu beziehen. Ob das jetzt ein aktueller Partner ist, ob das vielleicht ein zukünftiger Partner ist, ob das eine Beziehung mit dir selber ist, du kannst dir das jetzt also so richten von der Meditation, auf welcher Ebene das jetzt stattfindet. Und jetzt starten wir einfach gleich mal mit der Meditation. Setz oder leg dich ganz entspannt hin und schließ mal deine Augen. Und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug entspannst du dich jetzt mal mehr und mehr. Und erlaubst dir, immer mehr und mehr zur Ruhe zu kommen. Deine Arme werden schwer, angenehm schwer. Deine Beine werden schwer, angenehm schwer. Dein ganzer Körper ist angenehm, ruhig und entspannt.
Atme tief ein und wieder aus und jedes Nebengeräusch, das du jetzt noch hörst, bringt dich immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Jeder Mensch auf dieser Welt ist ein eigenes Universum. Und auch du bist ein eigenes Universum in dieser Welt. Du bist unendlich. Du hast unendlich viele Facetten. Und während dieser Reise bist du dazu eingeladen, dich in deiner Unendlichkeit wahrzunehmen. Du hast sicher schon mal den Sternenhimmel betrachtet, in einer klaren Nacht, die unendlichen Lichter am Himmel. Und diese Unendlichkeit darfst du jetzt auch in dir spüren und darfst dich einmal weit machen. Erlaube mal, dass du dich ausdehnst und weit machst. So wie der Himmel, wie das Himmelsgewölbe rund um die Erde voller Lichter unendlich ist. Und in dieser Unendlichkeit löst du all deine Ängste, all deine Unsicherheiten und all deinen aufgestauten Stress, gespeicherte Sorgen, Wut, Kleingeistigkeiten. Deine Unendlichkeit ist dir jetzt bewusst. Und in dieser Unendlichkeit, in diese Unendlichkeit lässt du dich jetzt fallen. Du kannst dir vorstellen, du liegst auf einer herrlichen Sommerwiese oder einer Liege und betrachtest den unendlichen Sternenhimmel in einer dunklen Nacht. Und auf diesem Sternenhimmel am Firmament angebracht sind unendlich viele Lichter. Die Sterne deines Inneren sind nicht nur strahlend weißes Licht, sondern brechen sich in unendlichen Farben. Du hast rote, orange, gelbe, grüne, rosarote, blaue, lilafarbene, strahlend weiße Sterne, goldene Sterne, silberne Sterne, eine ganze Palette an Sternen. Und ein Stern in deiner Unendlichkeit ist deine innere Venus. Und diese Venus ist dein Beziehungsplanet. Ist der Planet, wo du dich mit anderen verbindest, ist der Planet, der Ausgleich zwischen dir und anderen hält. Und diese Venusenergie werden wir nun bearbeiten und auch heilen. Stell dir einfach mal vor deinem geistigen Auge ein Bild für deine Venus, deine innere Venusenergie vor. Du kannst sie ganz konkret in einer Frauenform vor dir sehen. Vielleicht siehst du auch nur eine Farbe oder hast ein Gefühl dazu, nimmst deine Form wahr. Da ist alles okay. Du nimmst jetzt einfach mal so deine Venus wahr.
Und diese innere Venus hat jetzt ganz viel Zwischenmenschliches gespeichert. Vielleicht war deine Venus manchmal zu schüchtern, vielleicht zu aufdringlich, vielleicht zu stur, vielleicht zu nachgiebig. Und all das hat dich und dein Beziehungsleben beeindruckt. Und nun beginnen wir, diesen Anteil, diesen Venusteil in dir zu heilen. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und machst dir deine Unendlichkeit bewusst. Und in dieser Unendlichkeit findest du nun einen Punkt, einen Heilungspunkt, der all die Heilungsenergien beinhaltet, die deine Venus jetzt benötigt. Und zu deiner Venusenergie, deiner Beziehungsenergie, fließt jetzt zuerst einmal eine tiefe Heilfrequenz. Und das Erste, was jetzt diese Frequenz löst, ist das Lösen von Urteilen, von gespeicherten Vorstellungen deinem Partner oder anderen gegenüber. Und diese Urteile werden jetzt in einem tiefen violetten Licht transformiert. Und als nächstes löst sich jetzt auf deiner Venusenergie dein Schamgefühl. Vielleicht hast du als Kind irgendwann einmal gelernt, du musst dich für etwas schämen oder dich besonders zusammenreißen und irgendetwas kompensieren. Und jetzt erlaubst du dir, dass dieses Schamgefühl, diese Unterdrückung deiner Persönlichkeit gelöst wird. In einem gold-orangefarbenen Licht. Sämtliche Manipulationsenergien von anderen, die auf deiner Venus, deiner Beziehungsenergie liegen, werden jetzt transformiert in einem strahlend gelben Licht. Und während sich diese Manipulationsenergien lösen, wird auch gleichzeitig dein aktiver und dein passiver Teil deiner Venusenergie geheilt. Deine innere Frau, dein innerer Mann, also das Empfangen und das Geben im Außen. Zu dieser Frequenz und diesen Heilfrequenzen gesellt sich jetzt noch das Urvertrauen und deine Würde, deine Stabilität und Sicherheit. Und dieser Heilungsmix fließt jetzt in deine Venus ein. Alte Anspannungen lösen sich. Und du spürst, wie du in dir immer freier und klarer wirst.
Und während du in dieser deiner Unendlichkeit ganz entspannt bei dir bleibst, reinigt sich jetzt diese Venusenergie. Und in deiner Unendlichkeit gestattest du dir genau die Zeit und den Raum einzunehmen, den deine Venus braucht, um heil zu werden. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt auch, dass sich Widerstände lösen. Das heißt, du atmest jetzt mal Heilung annehmen und zulassen tief ein. Du stellst dir jetzt mal vor, Heilung annehmen, tief einatmen und Heilung zulassen. Tief annehmen und zulassen. Ich erlaube jetzt und ich bitte um die Gnade der Heilung meiner Venus-Energie. Ich vertraue meinem unendlichen Licht. Und lass sämtliche Blockaden, Verletzungen, Übergriffe, Unverschämtheiten, vielleicht auch Dummheiten von meiner Venusenergie los. Und du spürst, wie deine Venusenergie sich öffnet, wie es heller wird, wie du dich selber entspannst. Und du kannst wahrnehmen, dass die Heilung jetzt von deiner inneren Venus immer mehr und mehr stattfindet und dass du ruhiger und entspannter wirst. Und während sich deine Venusenergie weiter heilt und integriert, erlaubst du dir einen weiteren Schritt im Heilen deiner Beziehungen zu gehen und zuzulassen. Und dieser weitere Schritt ist das Loslassen von gespeicherten Partnerschaftsprogrammen deiner Vorfahren. Das heißt, aus deinem Ahnensystem, deine Beziehungsvorbilder, deine Eltern, zum Beispiel deine Großeltern. Wie war die Beziehung deiner Eltern, deiner Großeltern, wenn du es weißt? Und auch das hat dich beeindruckt, geprägt. Wie geht man miteinander um? Wie spricht man miteinander? Was sind die Rollen in so einem System? Und auch auf dieser Ebene Prägungen des Familiensystems auf der partnerschaftlichen Ebene. Das wird jetzt von dir gereinigt und von dir genommen. Atme tief ein und wieder aus. Während du in deiner Unendlichkeit sagst, jetzt erkenne ich, dass ich keine Verantwortung für die Beziehung meiner Eltern trage. Ich trage keine Verantwortungen für die Partnerschaftsentscheidung meiner Mutter oder meines Vaters und auch nicht für ihre Partnerschaft.
Das sind die Großen, ich bin der Kleine oder die Kleine und ich gebe es ihnen hiermit zurück. Du kannst dir das vorstellen wie ein Paket, das du wirklich nach hinten abgibst. Und du atmest jetzt nochmal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass diese Partnerschaftsmuster jetzt mehr und mehr von dir abfallen. Und du spürst selber, wie du freier, unbeschwerter und klarer wirst. Immer tiefer verwurzelt sich in dir das Bewusstsein, dass du an einen Ort gekommen bist, wo sämtliche Beziehungsthemen gelöst werden. Und nun ist es an der Zeit, auch deine aktuellen Beziehungsthemen zu lösen. Vorurteile, Verletzungen, Kränkungen aus aktuellen Partnerschaften und aus vergangenen Partnerschaften werden jetzt in deiner Unendlichkeit gelöst. Konzentriere dich auf die Unendlichkeit der Sterne, deine innere Unendlichkeit, dein unendliches Licht. Und in dieser Unendlichkeit, in diesen unendlichen Möglichkeiten, wählst du jetzt Heilung deiner Partnerschaftsmuster. Heilung deiner vergangenen Beziehungen. Und Heilung deiner aktuellen Beziehung, wenn du eine hast. Und sonst auf der dritten Ebene die Heilung zur Beziehung zu dir selber, zu deiner Unendlichkeit. Also Heilung vergangener Beziehungen, deiner gegenwärtigen Beziehung. Und Heilung der Beziehung zu dir selbst. Und diese Energie fließt jetzt kraftvoll in einem tief violetten Licht durch dein ganzes System. Erfüllt dich und transformiert dich. Alte Verletzungen werden gelöst, aber auch alte Selbstzweifel und Themen, wo du dich vielleicht als Täterin oder Täter wahrgenommen hast, lösen sich im Licht der Gnade und der Vergebung. Ich vergebe mir und ich vergebe anderen. Ich bin offen und frei, mich zu 100% auf meinen Partner, auf meine Partnerin zu beziehen. Und du spürst jetzt, dass diese Heilungsenergie
durch dein System fließt, durch deinen Körper fließt. Und du spürst, wie du klarer, freier und immer stabiler wirst. Und in dieser Unendlichkeit, in dieser unendlichen Lichterpracht, merkst du jetzt, dass ein Stern immer heller und heller wird. Und das ist der Stern der Eigenliebe. Und dieser Stern beginnt jetzt ganz klar in dir zu leuchten. Und du spürst, wie dein Herz wärmer wird. Weil es voller Eigenliebe erfüllt ist. Und du spürst, dass diese Liebe jetzt alles in deinem Herzen transformiert, was der Liebe widerspricht. Und diese Eigenliebe wird stärker, größer, stabiler, mächtiger, kraftvoller. Und du erkennst jetzt diese Eigenliebe als ein inneres Licht an. Und du erkennst, dass diese Eigenliebe ein Spiegel ist des unendlichen Lichts in dir. Und du spürst, dass du ruhiger wirst, immer sicherer und immer stabiler. Und du spürst, dass du ganz viel Mut schaffst, ganz viel Kraft, dass diese Liebe keine Schwäche ist, sondern eine Stärke. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass du ganz viel alten Ballast jetzt hinter dir gelassen hast. Dass du jetzt wieder fähig bist, eine Beziehung mit dir selbst zu leben, eine gute Beziehung mit deinem Körper, deiner Kreativität, deinen Gedanken. Und daraus resultiert auch eine gute Beziehung zu deinem Partner, zu deiner Partnerin oder zu deinem Umfeld. Du merkst, dass um dich herum ein wundervolles Venuslicht ist. Du erinnerst dich, du und die anderen, der Ausgleich, und du siehst, dass die Venus gewachsen ist, dass sie stabiler geworden ist. Du spürst eine Freiheit im Herzen und auch in deinem Wurzel-, Nabel-, Chakra- und Solarplexus. Und du liegst jetzt in diesem unendlichen, freien, in deiner Unendlichkeit und bedankst dich für dein inneres Licht, für deine inneren Wunder. Und du spürst, dass du heute während dieser Reise ganz viele alte Themen losgelassen hast. Und dass du jederzeit wieder in deine Unendlichkeit eintauchen kannst. Und dort alles bereitsteht, was du benötigst, um klar und zufrieden und selbstbestimmt dein Leben zu gestalten.
In dieser Unendlichkeit sind die Lösungen all deiner Themen, Gedanken und Probleme gespeichert. Bedank dich jetzt nochmal und schau dir diesen prächtigen Sternenhimmel an. Atme tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Bedank dich bei deinem inneren Licht und bewege jetzt mal deinen Körper, streck dich durch. Spür deine Arme, spür deine Beine, beweg deine Arme und Beine, streck dich durch und komm genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in deine Zeit, in deinen Raum zurück. Spür nochmal etwas nach. Bedank dich nochmal bei deinem inneren Licht und erlaube dir jetzt ganz ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Und wenn du dich wieder gut spürst und gut wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen und bist wieder ganz im Hier und Jetzt. Streckst dich nochmal durch, spürst nochmal nach. Und du kannst natürlich jederzeit wieder in deine Unendlichkeit eintauchen, deine Beziehungsthemen auf diese Art lösen oder was auch immer dir einfällt. Das ist eine ganz gute Methode, um in dein Inneres, um in deine unendlichen Möglichkeiten einzutauchen, dir das immer wieder bewusst zu machen. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt oder Anregungen, freue ich mich natürlich über Kommentare, über einen Daumen hoch oder ein Abo auf dem Kanal. Und sonst sage ich mal Tschüss und ein gutes, erfülltes Beziehungsleben und bis zum nächsten Mal. Dein Oliver Jereny.